Hallo ihr Lieben, ich hatte gerade die ganz spontane Idee, ich könnte doch mal wieder drehen, weil ich habe gerade mal Zeit und ich habe gerade mal Ruhe und ich bin gerade mal alleine zu Hause und ja, habe mich jetzt ganz spontan vor die Kamera gesetzt und dachte mir, ich drehe jetzt einfach mal was und ich weiß ehrlich gesagt gerade noch nicht, was ich in diesem Video hier alles erzählen möchte, aber ich dachte mir, ich mache mal so ein kurzes Hallo, da bin ich wieder. Und ja, sag euch, was vielleicht so in den letzten Wochen und Monaten bei mir los war und wie das Ganze hier nächstes Jahr denn dann weitergehen soll. Fangen wir am besten damit an, dass ich jetzt gleich im Anschluss zu diesem Video auf jeden Fall noch eine Buchvorstellung drehen werde. Und zwar die Buchvorstellung zu Rebellion von Jennifer Armentrout. Ich habe das Buch nämlich netterweise vom Verlag gekriegt und habe es auch schon gelesen. Und ja, möchte das dann gleich abdrehen, dass die Buchvorstellung dieses Jahr auch noch online geht und ja, das wird allerdings eine der letzten Buchvorstellungen sein oder der wenigeren Buchvorstellungen, die hier zukünftig kommen werden. Ich habe ja in diesem Jahr und auch im letzten Jahr eigentlich jedes Buch in irgendeiner Art und Weise vorgestellt, rezensiert, wie auch immer man das nennen möchte, was ich halt auch gelesen habe. Und das war dann irgendwann einfach nur noch sehr, sehr viel, weil ich halt streckenweise auch wirklich sehr viel gelesen habe. Ich habe dann irgendwann das Ganze schon reduziert und das nur noch auf die Rezensionsexemplare runtergemünzt. Und ja, aber auch hier habe ich für mich festgestellt, dass mir das alles immer noch ein bisschen zu viel ist. Deswegen wird es Buchvorstellungen in Zukunft wirklich nur noch zu sehr, sehr guten oder sehr, sehr schlechten Büchern geben. Ich habe auch mir für 2020 vorgenommen, eigentlich keine Rezensionsexemplare mehr anzufragen, sondern die Bücher, die ich habe, erstmal zu lesen und halt die anderen Bücher, die ich haben möchte, diese mir zu kaufen. Deswegen wird es nächstes Jahr keine Rezensionsexemplare mehr hier geben und ich habe auch nichts mehr angefragt, ich habe auch nichts mehr offen jetzt, wenn ich Rebellion abgedreht habe und ja, Rebellion habe ich Anfang des Jahres schon angefragt, das war im Januar oder Februar gleich und deswegen habe ich es jetzt halt bekommen, netterweise, und deswegen geht da auf jeden Fall noch die Buchvorstellung online. Aber 2020, wie gesagt, werde ich das Ganze so weit runter reduzieren, dass es wirklich nur noch Buchvorstellungen zu den Büchern geben wird, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss euch das Buch unbedingt vorstellen, ihr sollt das unbedingt erfahren, wie gut ich dieses Buch fand, oder halt genau das Gegenteil, wenn ich sage, ach du Scheiße, lest dieses Buch bloß nicht, ich möchte euch davor warnen und schützen, dieses Buch zu lesen, dann bekommt ihr auch eine Buchvorstellung, Rezension, was auch immer das dann wird. Ja, aber ansonsten wird das, glaube ich, alles auch ein bisschen zu viel. Und Rezensionen werden ja auch von euch mal so gesehen geguckt. Also es gibt viele, die sagen, ich gucke mir die Rezension erst an, wenn ich das Buch gelesen habe. Viele sagen, ich gucke mir die Rezension im Vorfeld an, was ja dann halt auch immer schwierig ist, das Ganze spoilerfrei zu halten. Und ja, deswegen habe ich jetzt erstmal für mich entschieden, wir machen das nächstes Jahr so. Ich sag euch, wenn ich ein sehr, sehr gutes Buch hatte oder halt ein sehr, sehr schlechtes Buch hatte und dann zeige ich euch das und ansonsten alles, was so da dazwischen liegt, was eigentlich ja auch die Mehrheit ist, das kriegt ihr dann einfach im Lesemonat mitgezeigt und vorgestellt und dann habe ich auch nicht immer so diese Doppelungen drin, weil ich habe echt oft das Gefühl auch gehabt dieses Jahr, dass ich alles doppelt und dreifach erzähle in den Videos, weil ich habe Weekly Readings, ich habe Buchvorstellungen, ich habe Lesemonate, Neuzugänge-Videos, Neuerscheinungsvideos und wenn ein Buch in allen Videos drin vorkam, habe ich alles fünfmal erzählt und das möchte ich eigentlich in Zukunft auch irgendwie vermeiden. Ansonsten hatten wir ja vor 4 Wochen das Hangout ungefähr, also es ist ungefähr 4 Wochen her. Wer jetzt beim Hangout nicht dabei war oder sich das Hangout im Nachhinein noch nicht angeguckt hat, wird jetzt nicht wissen, was wir dort quasi besprochen haben. Denn ich hatte das Hangout gemacht, um einfach mit euch mal drüber zu quatschen, wie das denn hier eigentlich weitergehen soll. Denn ich habe immer noch das Problem, dass ich immer noch in meinem Loch hänge. Dass ich sage, ich habe im Moment immer noch nicht so die Fiduse wieder, das alles so zu machen, wie es eigentlich mal war. Also ich habe schon Bock, Videos zu drehen und Videos zu machen. Aber mir fehlt irgendwie immer noch so der Antrieb. Das liegt zum einen daran, dass bei mir privat einfach momentan sehr, sehr viel los ist. Und da auch sehr viel Dinge sind, die auf lange Sicht auch noch nicht wieder gut sein werden. Was halt mich in meinem Ganzen auch ein bisschen runterzieht, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und meine Lust zu allem hier, was YouTube betrifft, auch ganz schön dämpfen tut. Ja, denn jeder, der YouTube macht, weiß, was da auch für eine Arbeit teilweise dahinter steckt. Und ich habe halt momentan einfach nicht so die
die Kraft jetzt nicht unbedingt, aber ich habe halt einfach so nicht einfach diesen Kopf dafür, mich voll und ganz auf YouTube zu konzentrieren und auf die Videos und das alles dann nur so mit halbem Arsch auf gut Deutsch zu machen, will ich ja auch nicht. Deswegen habe ich halt überlegt, wie das jetzt hier weitergehen soll, weil ich auf jeden Fall auch Videos machen möchte. Es fehlt mir schon, mich hier hinzusetzen, in dem Fall ja mit meiner Kamera zu reden, aber eigentlich mit euch zu reden und zu quatschen und euch von meinem Tag zu erzählen, euch zu erzählen, was ich gelesen habe. Aber es ist halt momentan, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe. Also regelmäßig da irgendwas zu machen. Deswegen werden wir es jetzt so machen, wenn ich Zeit habe, wenn ich den Kopf dazu habe und wenn ich Lust habe, dann werde ich mich hinsetzen und werde ein Video drehen und werde das für euch hochladen. Ich gucke, dass ich auf jeden Fall die Lesemonate und Neuzugänge und sowas, was ihr halt auch gerne guckt, wo ich das weiß, oder Weekly Readings, dass ich halt gucke, dass das auf jeden Fall immer mal kommt in regelmäßigen Abständen, dass ihr da auf jeden Fall auch up to date seid. Aber so viel mehr drum und dran kriege ich momentan einfach nicht gebacken, weil ich lese im Moment auch einfach nicht viel. Also nicht viel für meine Verhältnisse. Ich lese schon so 4, 5 Bücher im Monat. Aber wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich das Doppelte lese. Aber ich habe momentan einfach keinen Bock. Ich bin nicht richtig in der Leseflaute, aber ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich sage, es gibt zu viele Dinge, wenn ich denn jetzt gerade mal Zeit habe und Lust habe, irgendwas zu machen, die ich einfach lieber mache im Moment. Und bei mir ist das ein großer Punkt. Im Moment ist bei mir immer noch das Zocken. Es lenkt mich einfach halt auch gerade von meinem Ganzen, was hier privat halt so los ist, auch ein bisschen ab. Und ich kann da halt momentan besser abschalten, wie wenn ich lese. Deswegen zocke ich sehr, sehr viel immer noch im Moment. Und ja, deswegen habe ich halt auch nicht so viel Lesetechnisches, was ich euch zeigen kann. Wie gesagt, ich habe so 4 Bücher im Monat, schaffe ich auf jeden Fall. Manchmal sind es auch 5. Aber mehr lese ich im Moment halt auch nicht. Deswegen kann ich halt auch nicht so viele Videos zu dem Thema Lesen machen. Was uns eigentlich auch zum nächsten Punkt bringt, was ich mit euch nochmal kurz besprechen wollte, wo ich eure Meinung gerne nochmal zu hätte. Im Hangout oder im Livestream, es gibt ja kein Hangout mehr, also im Livestream hatten wir das Thema nämlich auch. Interessiert euch das Thema Gaming auf diesem Kanal? Ich weiß, es ist ein Bücherkanal und ich möchte nicht einfach jetzt hier anfangen, Gaming-Videos oder irgendwas in der Richtung hochzuladen oder Streams oder irgendwas. Aber es kam Hangout-Livestream, kam das Thema, ja, dann mach's doch einfach, lad doch einfach solche Videos auch hoch. Wen es interessiert, der kann es ja gucken. Aber ich weiß halt nicht, ob das Vermischen von den beiden so gut ist, weil, ja, das ja eigentlich ein Bücherkanal ist für Büchernerds. Und es gibt sicherlich auch Leute, die gerne lesen und zocken, aber das werden die wenigsten sein. Deswegen die Frage jetzt nochmal klipperklar an euch. Interessiert euch das Thema Gaming? Interessieren euch Videos zu dem Thema? Bin ja freitags immer auf Twitch unterwegs und streame dort und zocke dort. Und einige von euch haben den Weg dorthin schon gefunden und leisten mir da immer mal Gesellschaft, was ich sehr, sehr lieb finde. Ich danke euch an dieser Stelle, alle, die das sehen und die freitags immer vorbeischauen. Und ja, mir macht es halt momentan auch einfach sehr viel Spaß. Und ja, deswegen die Frage an euch. Interessiert euch sowas? Wollen wir sowas auf diesem Kanal hier mit haben? Oder sagt ihr so, boah, nee, bitte lasst das als Bücherkanal, dann kann ich das auch verstehen, weil dann bleibt es auch ein reiner Bücherkanal. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, nicht einfach anfangen, irgendwelche Videos hochzuladen, die im Endeffekt hier auch keinen interessieren und wo wir halt auch im Endeffekt vielleicht sagen, das passt einfach nicht hierher. So, ich möchte das ja gerne mit euch alles besprechen und nicht einfach entscheiden, denn es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt, dieser Kanal. Es ist ja klar, es ist im Prinzip ja mein Kanal, aber ich mache das ja für euch und ich möchte euch dann natürlich auch mit einbeziehen in solche Entscheidungen, die doch schon auch eine größere Tragweite auch mit haben. Deswegen schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht mit dem Thema Gaming im Allgemeinen. Also ich würde jetzt keine irgendwelche komischen Gaming-Videos machen über irgendwelche die 10 besten irgendwas. Wenn euch das interessiert, können wir auch das irgendwann mal machen. Aber ich würde ansonsten ja vielleicht so einfach ein paar Mitschnitte aus den Livestreams entweder hochladen oder man könnte alternativ sagen, ich streame freitags nicht mehr nur auf Twitch, sondern parallel auch auf YouTube. Dann könntet ihr auf YouTube parallel freitags die Streams auch immer gucken. Technisch gesehen ist das möglich. Das kriege ich hin. Also ja, alles was zu dem Thema ist, schreibt es mir mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Das würde mich auf jeden Fall voll interessieren. Ansonsten muss ich jetzt mal auf meinen Spickzettel gucken, über was wir noch gesprochen hatten im Livestream. Genau. Was auch noch wichtig ist, es gibt auf diesem Kanal keine Neuerscheinungsvideos mehr. Das werde ich in Zukunft nicht mehr machen. Das hatte ich im Livestream schon gesagt und auch begründet, weil
ich habe einfach für mich nicht mehr dieses Gefühl gehabt, dass ich Leser bin. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber als Blogger bist du eigentlich immer up to date. Du musst gefühlt zu jedem Thema alles wissen, wenn Fragen kommen. Und gerade bei dem Thema Neuerscheinungen habe ich halt immer das Gefühl gehabt, so, ich muss das jetzt machen und ich muss da quasi alles wissen, wenn da Fragen auch gekommen sind. Und ich habe dann stundenlang das Internet gewälzt, habe stundenlang die Verlagsseiten durchsucht, habe den Büchertreff auch sehr oft ja mit dazu genommen, den ich euch im Übrigen nur sehr empfehlen kann zum Thema Neuerscheinungen, büchertreff.de. Ich kann es euch unten auch nochmal verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Und das ist echt richtig Arbeit gewesen. Und wie gesagt, im Moment, ich bin bei dem Thema Booktube im Moment ja nicht so angebunden, was ich ja eben schon erzählt habe, aufgrund von meinem privaten Umfeld auch. Und ja, wie gesagt, Neuerscheinungsvideos machen A, viel Arbeit und B, möchte ich einfach auch gerne mal wieder in die Buchhandlung gehen und einfach mal stöbern und einfach mal sagen, hey, cool, was ist das denn für ein Buch? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Und nehme dieses Buch in die Hand und lese es und lass mich einfach da selber mal wieder überraschen. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Gefühl einfach des Entdeckens in der Buchhandlung hast du irgendwann halt einfach nicht mehr, wenn du Monat für Monat für Monat für Monat die Neuerscheinungen durchsuchst und durchwälzt und durchliest. Und ja, du läufst dann durch die Buchhandlung, ja, kenne ich schon. Und halt einfach dieses Gefühl, dass du Leser bist, das geht irgendwie so irgendwann verloren. Irgendwann bist du nur noch Blogger. Und das ist halt so ein bisschen, was ich persönlich auch vermisse, einfach in die Buchhandlung zu gehen und zu stöbern und auch einfach wieder Bücher für mich zu entdecken, so wie Obsidian damals. Obsidian war ja damals für mich ein reiner Coverkauf und das fand ich schön. Deswegen, ja, wird es keine Neuerscheinungsvideos mehr geben. Es macht ja inzwischen auch wirklich jeder Neuerscheinungsvideos. Also die müsst ihr ja jetzt nicht zwingend bei mir gucken. Da gibt es genug andere Booktuber, wo ihr die gucken könnt. Wo ich 2015 oder ja doch 2015 mit den Neuerscheinungsvideos angefangen hatte, hatten das ja noch nicht viele gemacht. Deswegen, ja, aber inzwischen könnt ihr euch die Infos auch da locker bei den anderen Booktubern holen. Da müsst ihr nicht mich gucken. Irgendwie wird es bei mir gerade sehr dunkel, weil die Sonne, glaube ich, weggeht. Wartet mal, ich mache mal Licht. Wie ihr seht, ich bin auch nicht mehr gewohnt zu drehen. Mit dem Licht und dem Ganzen. Ich habe ewig gebraucht, ehe ich jetzt hier alles eingestellt gekriegt habe. Eieiei. Ja, auf jeden Fall, Neuerscheinungsvideos wird es nicht mehr geben. Wie gesagt, Rezensionen, Buchvorstellungen auch nur noch bedingt. Dann habe ich auf meinem Zettel noch stehen, dass ich versuchen möchte, einmal im Monat wenigstens einen Livestream zu machen. Also, dass wir auch einfach untereinander einfach einmal im Monat sagen, okay, wir quatschen so ein bisschen und tauschen uns auch mal direkt aus über Themen, die uns vielleicht gerade bewegen. Ich würde da die Livestreams jetzt nicht immer zu einem besonderen Thema machen. Wenn es sich anbietet und ist gerade irgendwas los, über was wir sprechen möchten, dann können wir das gerne machen. Aber ansonsten einfach so mal eine Runde labern, mal ein Stündchen oder zwei, je nachdem, wie viel auch ihr zu berichten habt oder ich zu erzählen habe, dass wir einfach mal so ein bisschen mehr Interaktion auch hier reinkriegen. Weil, wie gesagt, ich bin momentan an einem Punkt, wo ich sage, Livestreams machen mir einfach gerade sehr, sehr viel Spaß. Und dieser Austausch und das Ganze untereinander, das mag ich sehr. Und ja, deswegen habe ich mir vorgenommen, einmal im Monat einen Livestream mindestens zu machen. Die sind letztes Jahr auch echt sehr, sehr zu kurz gekommen. Ich kann auch nicht sagen, wann wir das immer machen werden. Es wird wahrscheinlich so, dass ich das dann immer an einem Sonntag machen werde, entweder Vormittag oder Nachmittag. Weil da einfach auch, glaube ich, die meisten Leute dann auch Zeit haben, sich das anzugucken. Weil unter der Woche ist das Ganze ja auch immer ein bisschen schwierig. Aber ja, das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wir mehr Livestreams machen, so für uns und einfach mal ein bisschen labern können. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dafür seid, dass ich die Streams von Twitch auch auf YouTube streame, dann sehen wir uns ja sowieso jeden Freitag auf YouTube dann noch zusätzlich mit dem Zocken. Ansonsten, worüber wir noch gesprochen hatten, ist, dass der Lesemonat auf jeden Fall bleibt, dass Weekly Readings bleiben werden und ich parallel zu den Weekly Readings vielleicht auch mal wieder ein Lesetagebuch mache. Ich hatte ja Lesetagebücher damals, 2015 war das auch, glaube ich, gemacht und die sind damals eigentlich auch ganz, ganz gut angekommen und das ist aber auch echt anstrengend, muss ich sagen, so ein Lesetagebuch zu machen und das ist halt auch was ich mir echt wieder anerziehen muss, genau wie bei den Weekly Readings. Das habe ich echt schleifen lassen in den letzten Wochen und Monaten. Weil du musst halt ja quasi immer bei einem Lesetagebuch, sofort wenn du gelesen hast, deine Eindrücke festhalten. Und das ist halt was ich mir wirklich anerziehen wieder muss erstmal. Und da muss ich halt auch echt üben, bevor ich da irgendwas online stellen kann. Ist halt wirklich, ich lese einen Abschnitt und dann teile ich meine Meinung zu dem Abschnitt mit euch.
ja, also das wurde sich ab und an auch mal wieder gewünscht, ein Lesetagebuch zu speziellen Büchern jetzt. Ich weiß nicht, ich denke mal, das werde ich machen zu relativ groß angekündigten Büchern. Ich glaube, das interessiert dann die meisten. Und ansonsten, Weekly Readings waren sich auf jeden Fall weiterhin gewünscht, dass ich einfach auch so ein bisschen mit auf dem Laufenden halte, was halt hier gerade so los ist. Die werden auf jeden Fall auch bleiben, aber auch da muss ich mir antrainieren, regelmäßiger wieder zu vloggen quasi. Das ist in den letzten Wochen und Monaten auch echt extrem untergegangen. Ich habe nach der Buchmesse noch ein Weekly Reading angefangen. Das habe ich bis heute nicht beendet und das werde ich auch nicht beenden. Ich habe das dann einfach vergessen. Und das bricht mich selber sehr, sehr an im Moment, dass das halt alles so läuft, wie es läuft und dass ich nichts auf die Reihe kriege. Aber mein Kopf ist momentan einfach zu voll mit anderen Dingen. Das habe ich noch aufgeschrieben. Ich werde ab und an auch mal noch einen Tag machen, weil die wurden sich auf jeden Fall auch gewünscht. Ich mache ja im Allgemeinen eh nicht so viele Tags wie andere, weil ich einfach gefühlt auch jeden Tag schon gemacht habe und gefühlt auch immer die gleichen Bücher bei Tags in die Kamera halte. Aber wenn ich einen Tag sehe oder ihr mir mal schreibt, hey, da gibt's den und den Tag, der ist voll cool, mach den mal, dann werde ich auch noch Tags machen. Ich will auf jeden Fall noch den Tag von der Sarah machen, von A Court of Wanting Books, wo du quasi so eine Geschichte halt hast und dann musst du halt immer zu einem bestimmten Punkt in der Geschichte ein Buch aus dem Regal ziehen und da dann halt was rausnehmen. Den fand ich sehr, sehr cool. Den werde ich auf jeden Fall noch machen. Ob ich das heute noch gebacken kriege, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, weil da musst du halt auch viel vorher aufschreiben und vorbereiten. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich das gebacken kriege. Also Tags werden auf jeden Fall bleiben und ab und an mal kommen. Und zum Thema Neuzugänge, ich, wie gesagt, möchte einfach jetzt 2020 wirklich das Thema Superbau nochmal richtig in Angriff nehmen. Ganz einfach, weil ich es einfach nicht mehr möchte, dass hier so viele angefangene Reihen stehen, dass hier so viele Reihen sind, die ich auch noch nicht angefangen habe. Und ja, ich möchte den Sub einfach mal wegkriegen. Das sind Bücher, die stehen ja schon 4, 5 Jahre, die ich einfach noch nicht gelesen habe. Und ich möchte halt einfach die Bücher wegkriegen. Ich werde in einige Bücher einfach mal reinlesen, ob die mich überhaupt noch interessieren. Ich habe letztens schon in Der letzte Engel von Zoran Drevenka reingelesen und habe festgestellt, dieses Buch ist so überhaupt nicht meins. Das heißt, die fliegen dann auch raus, die lese ich dann auch nicht weiter. Das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Und das will ich noch mit ein paar anderen Büchern machen, wenn ich so Zeit habe immer mal, dass ich ja einfach wirklich peu à peu den Sub wegkriege. Und ja, deswegen werde ich auch nicht so viele Bücher kaufen. Deswegen werde ich nicht immer ein Neuerscheinungsvideo pro Monat machen, sondern ich habe überlegt, wir machen das so, immer wenn ich so 5, 6 Bücher gekauft habe, dann ja, mache ich ein Video dazu und sage halt, hallo, Neuzugänge, nicht Neuerscheinung. Ich habe, glaube ich, gerade Neuerscheinung gesagt, ne? Ich meinte Neuzugänge. Ja, also immer, wenn ich so 5, 6 Bücher vielleicht gekauft habe, dass ich mich dann hinsetze und sage, hey, ich habe Bücher gekauft, das sind diese 5, 6 Stück, wie auch immer. Und dann zeige ich die euch und dann seid ihr da auch up to date, sonst zieht sich das auch wieder so in die Länge. Wenn ich jetzt in einem Monat nur ein Buch kaufe, das lohnt sich dann nicht dazu, ein Video zu machen. Dann nehme ich es wieder mit in den Folgemonat. Dann daraufhin habt ihr aber schon den Lesemonat. Dann habt ihr das Buch schon in 5 anderen Videos gesehen. Das macht dann auch immer nicht so Sinn, dann noch Neuzugänge zu drehen. Ich glaube, ich mache mir einfach zu viel im Kopf über alles. Ich glaube, das sollte ich auch einfach mal lassen. Auf jeden Fall, immer wenn ich so 5, 6 Bücher habe, gibt es Neuzugänge auf jeden Fall. Die bleiben auch, weil ich weiß, dass euch das auch immer interessiert. Falls ich mal Bücher bestelle, gibt es auf jeden Fall auch weiter Unpackings oder sowas. Aber das wird halt auch nächstes Jahr nicht mehr wirklich viel sein. Ich habe jetzt Bücher bestellt bei Medimobs. Die müssten jetzt so nächste Woche kommen. Dann werde ich mit euch gleich noch ein Neuzugänge-Unpacking machen und euch die Bücher zeigen, dass ihr da auch gleich nochmal eins habt. Dann seid ihr auch da up to date. Ansonsten, ja, habe ich mir aufgeschrieben, was ich ansonsten so gekauft habe. Nee, ne? Sonst habe ich mir halt auch nichts weiter dazu aufgeschrieben. Ich habe auch meine schöne Leseliste, die ich Anfang des Jahres gemacht habe, genullt. Also, ich habe alles, was da drin stand, gelöscht, weil ich mich da eh nicht mehr dran halten kann, weil ich mein Lesepensum auch, wie gesagt, momentan... Oh, jetzt bin ich vor die Kamera gekommen, Entschuldigung. Weil ich mein Lesepensum halt momentan auch einfach nicht halten kann. Deswegen, ja, habe ich diese Leseliste auch erstmal verworfen. Und ja, so ist der Stand der Dinge. Jetzt lasst mich nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben den Lesemonat, die Neuzugänge, die Tags, die Weekly Readings, die Buchvorstellungen. Das mit den Twitch-Gedöns habe ich euch gefragt, das mit den Livestreams habe ich euch gefragt. Ansonsten möchte ich euch noch kurz erzählen, was für Videos jetzt in nächster Zeit ich noch drehen möchte. Auf jeden Fall, wie gesagt, den Tag von Sarah, die Buchvorstellung zu Rebellion, Neuzugänge, den Lesemonat von September bis Dezember. Da werde ich mich dann aber wirklich sehr kurz fassen mit den Büchern, die ich gelesen habe.
weil das wird sonst sehr lang und sehr viel und es wird eh ein ewig langes Video, weil ich kann mich ja wieder nicht kurz fassen. Ich rede ja jetzt schon wieder 20 Minuten. Oh mein Gott, das wird einfach wieder viel zu viel. Ich wollte doch nur kurz Hallo sagen. Ah, ja, dann wurde ich auf jeden Fall schon gefragt nach den Jahres-High- und Lowlights, ob ich dazu wieder ein Video mache. Das mache ich definitiv. Wobei ich sagen muss, dass ich kein richtiges Jahreshighlight bis jetzt habe. Also es gab kein Buch dieses Jahr, was mich extrem gepackt hat und mitgenommen hat, wo ich jetzt noch davon schwärme. Es gab viele gute Bücher, die ich gelesen habe, aber es gab nicht das eine Buch. Das finde ich ein bisschen traurig, aber es ist halt so. Aber es gab das eine schlechte Buch. Und wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr vielleicht noch, welches das war. Ansonsten müsst ihr auf das Video warten. Ja, dann wurde noch ein Buchreihenvideo angefragt, wie es damit aussieht dieses Jahr. Das kriegt ihr auf jeden Fall auch. Ich will ein Substandvideo machen und ja, dann werde ich jetzt gleich noch ein Video drehen, was auch schon viele andere gedreht haben, aber ich möchte meinen Senf auch einfach noch dazugeben. Und zwar das Thema Buchreihen, die nicht weiter übersetzt werden. Ich bin persönlich bei dem Thema auch mit einigen Buchreihen betroffen. Und ich möchte da einfach auch gerne mal meinen Senf dazu abgeben und meine Meinung dazu sagen und meine Konsequenz auch dazu euch mal mitteilen. Und ja, das Video werde ich jetzt gleich noch im Anschluss drehen. Und wie gesagt, Rebellion jetzt noch drehen. Das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall jetzt in den nächsten Tagen noch zwei Videos. Und dann gucke ich, dass ich da einfach nochmal für mich wieder in den Flow komme, dass ich drehe und schneide und hochlade, dass das alles wieder so läuft. Ich hatte da ja echt einen guten Rhythmus drinne mit Drehen und Schneiden und Hochladen. Das war aber dann halt immer mein ganzes Wochenende, was dafür draufgegangen ist. Und da hatte ich ja gesagt, da kriege ich das momentan nicht mehr auf die Reihe. Deswegen müssen wir mal gucken, wie es läuft. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, ein Video die Woche online zu stellen und das am Sonntag immer, dass ihr wenigstens ein Video fest in der Woche habt, wo ihr wisst, da könnt ihr euch drauf verlassen, hey, Sonntag kommt ein Video von Susi und alles, was dann halt zusätzlich in der Woche kommt, das ist dann halt zusätzlich, je nachdem, wie ich es halt schaffe und wie viel ich halt auch gerade zu erzählen habe. Aber ansonsten verlasst euch drauf, Sonntag kommt ein Video oder halt vielleicht mal ein Livestream oder je nachdem, was halt auch gerade so ist. Ja, jetzt habe ich viel zu viel erzählt, obwohl ich eigentlich gefühlt gar nichts erzählt habe. Könnt ihr das verstehen? Ergibt das Sinn? Auf jeden Fall, Fakt ist, ihr fehlt mir. Mir fehlt das Drehen schon. Mir fehlt auch das Schneiden drumherum. Mir fehlt einfach YouTube so im Großen und Ganzen. Und deswegen möchte ich jetzt so langsam wieder anfangen und versuchen, da reinzukommen. Das hier sollte ja jetzt erstmal nur so ein kurzes Hallo, ich lebe noch Video sein. Und ich wollte euch nur kurz informieren, wie es jetzt hier weitergeht, wie jetzt so meine Pläne sind. Und ja, wie gesagt, mich interessiert auf jeden Fall das Thema mit den Livestreams und dem, interessiert euch das, was ich zocke? Weil wenn ihr jetzt alle schreit, nein, lasst es sein, dann halten wir das hier komplett raus. Wenn ihr jetzt aber vielleicht sagt, okay, das interessiert mich, ich gucke sowas auch mal ganz gerne, mich würde das auch mal interessieren, was du da so treibst, dann können wir darüber auch nochmal sprechen, wie wir das dann hier gestalten. Also ich werde euch da nicht mit Gaming-Videos hier zuballern oder so, also keine Angst. Sofern euch das Thema interessiert. Ja, ansonsten gibt es jetzt gerade erstmal nichts zu erzählen an dieser Stelle. Ich werde jetzt noch Rebellion drehen und die Buchvorstellung geht dann online. Lasst mich mal kurz überlegen, welcher Tag ist heute? Heute ist Freitag, der 27. Dezember. Ich werde dieses Video jetzt heute versuchen noch zu schneiden und hochzuladen. Dann geht das vielleicht heute oder morgen online und dann kommt Sonntag die Rebellion Buchvorstellung, das kriege ich hin. Dann kriegt ihr auf jeden Fall am Sonntag die Buchvorstellung zu Rebellion. Dann habe ich das nämlich dieses Jahr auch noch erledigt. Und dann kriegt ihr vielleicht am Montag, Dienstag, vielleicht am Mittwoch das Video zu den Buchreihen. Das kriege ich auch hin. Und dann kriegt ihr Sonntag irgendwas anderes noch Schönes, was ich dann vielleicht jetzt heute auch noch drehe. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich jetzt hier heute noch investieren kann in das Ganze. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich weiter auf meiner Reise hier auf YouTube begleitet, wie auch, wie lange sie auch immer noch gehen mag, ich weiß es nicht. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch, wie immer, fürs Gucken. Wir sehen uns am Sonntag mit der Buchvorstellung zu Rebellion und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche bis dahin und ich hoffe, ihr habt alle die Weihnachtsfeiertage gut überstanden. Bis dann, macht's gut. Tschüss.